WIG Aluminium schweißen, das heutige Thema in diesem Video. Beim Schweißen von Aluminium sollte man ein paar Vorbereitungen treffen. Als erstes beginnen wir mit dem Schweißgerät. Beim WIG Aluminium schweißen sollte man darauf achten, dass man ein Wechselstromgerät hat. Wie hier zum Beispiel eine Tetrix 300 AC-DC mit der Comfort 2.0 Steuerung. Zum Schweißen aktivieren wir die AC- bzw. Wechselstromfunktion, wo uns bei den meisten Geräten drei Wechselstromformen zur Verfügung stehen. Die Sinusform, die trapezförmige Stromform und die rechteckige Stromform. In diesem Fall benutze ich die trapezförmige Form. Welche Stromform ihr zum WIG Aluminiumschweißen nutzt, bleibt euch überlassen. Jede Form hat seine Vor- und Nachteile. Am besten probiert ihr selber mal aus, womit ihr am besten klarkommt. Jede Stromform kann man auch noch charakterisieren. Bei diesem Gerät mit den drei Drehgebern hier unten. Mit dem linken Drehgeber kann man die Frequenz verstellen. Mit dem mittleren Drehgeber kann man die Balance verstellen. Das heißt, wenn ich diese in Plus drehe, habe ich einen höheren positiven Anteil auf der Wolframelektrode und kann so die Oxidschicht besser aufbrennen. Das Problem ist dabei aber, je höher ich in den positiven Bereich gehe, desto stärker wird die Wolframelektrode belastet. Mit dem rechten Drehgeber stellt man den Wolframelektrodendurchmesser ein. Ist dieser zum Beispiel zu klein gewählt, kann es sein, dass wir Probleme beim Zünden bekommen. Bei diesem Beispiel nutzen wir ein 3 mm Aluminiumblech. Dazu wähle ich ca. 120 Ampere. Besonders vorteilhaft beim Aluminiumschweißen ist auch ein Fußfernsteller. Dieser funktioniert ähnlich wie ein Gaspedal beim Auto. Je mehr ich den Fußfernsteller betätige, desto mehr Leistung habe ich. Das Problematische beim Aluminiumschweißen ist, dass Aluminium ein sehr guter Wärmeleiter ist. Am Anfang zieht es sehr viel Wärme. Sobald das Blech mit Wärme gesättigt ist, kann es halt sein, dass wir, wenn wir weiter mit der gleichen Stromstärke schweißen, die Schweißnaht viel zu breit wird, vorläuft oder andere Fehler entstehen. Mit dem Fußfernsteller können wir dadurch sehr gut unsere Stromstärke anpassen, wie wir sie gerade zum Schweißen brauchen. Wichtig beim Aluminiumschweißen ist auch die richtige Wahl des Schweißbrenners. Empfehlen würde ich immer einen wassergekühlten Brenner. Bei der Ausstattung empfehle ich eine Spannhülse, keinen Gasdiffusor, weil dieser durch die abstrahlende Wärme hier vorne aufschmilzen kann und dadurch die Gasabdeckung beeinträchtigt. Besonders wichtig ist auch die Einschaltdauer des Brenners. Diese ist beim AC-Schweißen meist geringer als beim DC-Schweißen. Wichtig ist auch die richtige Auswahl der Wolframelektrode. Dazu gibt es Tabellen, wo drin steht, wie hoch die Belastbarkeit beim AC-Schweißen der Wolframelektrode ist. Die Belastung der Wolframelektrode beim AC-Schweißen ist höher als beim DC-Schweißen. Dasselbe Prinzip wie bei dem WIG-Schweißbrenner. Man sollte besonders darauf aufpassen, dass man die Wolframelektrode richtig vorbereitet zum Aluminiumschweißen. Um die richtige Vorbereitung der Wolframelektrode zu treffen, sollte man sehen, dass die Wolframelektrode nicht wie hier vorne spitz ist, sondern dass man sie, wie zum Beispiel man fertige kaufen kann, vorne flach ist. Sollte man nicht so eine Elektrode wie diese besitzen, kann man die Elektrode ganz normal anspitzen, wie zum Schweißen von Gleichstrom. Habt ihr ein EWM-Gerät mit einer Comfort 2.0 Steuerung, gibt es die sogenannte Balling-Funktion. Mit der Balling-Funktion kann man die Wolframelektrode vorformen. Sollte man den Schweißprozess mit einer Spitzelektrode starten, kann es passieren, dass sich die Spitze löst, ins Schweißbad reinfällt und dadurch können Fehler entstehen. Mit einer der wichtigsten Punkte ist die richtige Vorbereitung der Bleche. Zum Vorbereiten einer Kehlnaht sollte man besonders oben die Kante mit einer Feile abfeilen und neben die Kanten ein bisschen brechen, um den Grat zu entfernen. Mit zum Beispiel einer Drahtbürste kann man die Oxidschicht an den Seiten und an den Kanten entfernen. Bei den unteren Blechen reicht es, wenn man mit der Drahtbürste über die Mitte die Oxidschicht entfernt, sodass man mindestens die Breite der zu schweißenden Schweißnaht von der Oxidschicht entfernt hat. Danach werden die Bleche mit einem Reiniger, wie zum Beispiel Isopropanol, und einem Tuch gereinigt. Wichtig ist, dass man nach dem Zünden das obere und das untere Blech miteinander verbindet, indem man jeweils oben und unten auf dem Blech ein Schmelzbad erzeugt und dann mit dem Draht und leichtes Pendeln einen Anfangspunkt erzeugt.
Nachdem der Anfangspunkt gemacht wurde, empfehle ich, stepweise vorzurücken und bei jedem Stopp den Draht beizugeben. Wichtig ist, dass man ihn, nachdem der Draht beigegeben wurde, schnell wieder zurückzieht, sonst kann es sein, dass der Draht Fäden zieht und wir gewisse Kaltstellen bzw. Schweißperlen bilden. Nach einer gewissen Schweißzeit merkt man, dass das Schweißbad etwas heißer wurde und dann sollte man den Schweißstrom etwas zurücknehmen. Durch die Wahl eines etwas dickeren Drahtes muss man den Draht nicht so schnell hinzuführen, wie zum Beispiel in dem Fall haben wir einen 3,2 mm Draht genommen. Bei einem 2 mm Draht muss man schneller und hastiger den Draht hinzuführen. Das waren ein paar Tipps zum Wigschweißen von Aluminium. Habt ihr weitere Fragen dazu? Schreibt einfach in die Kommentare.